haben wir uns im Gleichstellungsbüro, schlicht weil Gleichheit und Gerechtigkeit unser tägliches Geschäft ist, die Frage gestellt, wie gleich sind wir eigentlich, Ost-West, im 30. Jahr der Einheit, an der Philosophischen Fakultät. Alles in Butter, keine Differenzen mehr, Plan erfüllt. Und natürlich ist es nicht so fair und gut und schön, wie wir es uns wünschen. Gerade nicht im Feld der Wissenschaft. Zahlen sprechen hier eine sehr deutliche Sprache. Denn wenn gleich in den östlichen Bundesländern 17% der Bevölkerung beheimatet sind, finden sich doch in den höchsten fachlichen Lebenszeitpositionen, also in den Professuren an den Universitäten, gerade einmal 5% Personen mit einem ostdeutsch sozialisierten Hintergrund in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften. Keine einzige der 81 größten Universitäten in der Bundesrepublik wird von einer Person mit einem ostdeutschen Hintergrund geleitet. Und auch an unserer Fakultät hat sich das Ost-West-Missverhältnis klar eingeschrieben. Von 90 Professuren sind gerade einmal 6 mit ostdeutschen Personen besetzt. Ist halt so, Qualität setzt sich eben durch. Argumente, mit denen marginalisierte Gruppen wie Frauen oder People of Color seit Jahrhunderten an Universitäten konfrontiert wurden. Dabei wissen wir doch spätestens seit Bourdieu, wie sehr Anerkennung und Erfolg im wissenschaftlichen Feld mit den historisch klar verteilten kulturellen, sozialen und symbolischen Kapitalien zusammenhängt. Trümpfe, die ausgespielt werden. Aber niemand möchte jammern, sondern kritisch reflektieren. Und deshalb habe ich mich mit den wenigen ProfessorInnen und ehemaligen DDR-BürgerInnen an unserer Fakultät getroffen und wir haben geredet. Mit dem Arabisten Sebastian Günther, dem Slavist Uwe Junghans, der Linguistin Anke Holler und der Islamwissenschaftlerin Rim Spielhaus sowie den Anglisten Winfried Rudolph und Jens Elze. Ich habe mich auch mit der Geschäftsführerin Jacqueline Schubert unterhalten. Also mit all jenen, die an unserer Fakultät in Führungspositionen sind und die in der DDR aufgewachsen sind. Wie war Ihr Weg? Haben Sie jemals im universitären Kontext gespürt, dass Sie in der DDR und eben nicht in Westdeutschland größtenteils groß geworden sind? Wie war der Spirit der 90s, des Umbruchs? Was geht durch die Unterrepräsentanz von Ostdeutschen an Universitäten womöglich verloren? Zum Glück oder leider? Und sollte es eine Quote geben? Oder ist Ost-West diese Unterscheidung überhaupt noch relevant? Welche fächerkulturellen Unterschiede gibt es mit Blick auf die Ost-West-Problematik? Und es gibt sie und sie sind echt spannend. Diese Fragen und andere habe ich gestellt. Und die kleine Serie hat dabei nicht den Anspruch, Ergebnisse einer Analyse zu bieten. Schon gar nicht will sie eine abschließende, allumfassende These offerieren. Vielmehr geht es darum, eine unabgeschlossene Multiperspektivität zu entwerfen. Perspektiven darauf, wie sehr Wissenschaft eine soziale Praxis und gesellschaftlich-historisch gebunden ist und sich dabei immer wieder verändert. Und dass diese Praxis schlicht und ergreifend einfach gerechter werden sollte. Sich die eigenen Biografien mit all ihren Idiosynkrasien zu erzählen, ist hier ein guter emanzipatorischer Akt und ein Anfang. Und damit Mats ab!